Ja, jetzt hat es mich selber wieder mal erwischt. Ich bin ja der große Reflektier und auch der große Kritiker. Auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis habe ich diese, sag mal, diese Funktion, die mir manchmal gar nicht so wirklich angenehm ist. Aber ich merke, dass ich da, ich bin nicht gefangen in dieser Rolle, aber ein Stück weit von einigen Leuten wird es auch fast von mir erwartet, dass ich kritisch bin und dass ich Äußerungen mache, die andere Menschen betreffen und ihr Verhalten, ihr Verhaltensweisen und das, was mir dabei auffällt. Und bei anderen ist es natürlich weniger beliebt, aber die ertragen das trotzdem in den meisten Fällen. Und wirklich kaputt gegangen sind so noch keine Freundschaften und Beziehungen, was ich sehr schön finde. Und ich versuche mich natürlich sehr zu dosieren, auch in meinen sogenannten Erkenntnissen, weil ich ja im Endeffekt niemandem was aufdrücken möchte. Und ich befasse mich immer wieder mit dem Thema blinde Flecken und wo die einen oder beziehungsweise die meisten Leute bei sich selber nicht genau hinschauen oder gar nicht hinschauen können, weil halt irgendwas im Wege steht oder halt wie diese blinde Fleck-Thematik, das ja wirklich etwas mit der Augenoptik zu tun hat. Also es ist ja wirklich etwas, das anatomisch nicht funktioniert, dass man wirklich aus der Sicht, aus der Perspektive gewisse Dinge nicht sieht, vom Auge aus. Und das ist übertragbar, adaptierbar auf das Innerseelische, wo man auch Verhaltensweisen, die man selber immer wieder zeigt, dass man die nicht erkennt. Ja, da bin ich bei mir selber wieder mal drüber gestolpert. Und zwar, ich war ja früher, ich sage jetzt dick, einfach gesagt, ich war voluminös, ich war mal bis zu 115 oder ich war mal 115 Kilo schwer. Habe natürlich Auf und Abs gehabt, dann mich gesünder ernährt, aufgehört Alkohol zu trinken und abgenommen, massiv 40, 45 Kilo Sport gemacht, dann wieder zugenommen. Ich bin nur 1,77 Meter, 78 groß im Übrigen. Also das fiel schon ziemlich auf, dass ich da einfach in der Rolle ich war ja zeitweise des Dicken. Ja. Und ich habe mich da nie wohl gefühlt. Ich habe mich eigentlich auch im Innern nicht wirklich voluminös oder dick gefühlt, aber ich habe mich ja sowieso nicht wohl gefühlt in meiner Haut. Und darum habe ich das irgendwie verleugnet. Und ich weiß noch genau in diesen Phasen, da habe ich dann auch, wenn ich dann wieder zugenommen habe, auch schon im Teenageralter, so mit 17, 18 hat das angefangen, da habe ich das dann auf die zu heiß gewaschenen Kleider geschoben und ich habe mich da wirklich selbst belogen und habe mir dann halt größere Kleider gekauft oder andere Kleider gekauft und habe aber wirklich die Thematik dahinter verleugnet, dass ich halt einfach wirklich körperlich voluminöser wurde. Ja, und jetzt hat es mich wieder erwischt. Ich habe ja mein Gewicht schon seit längerer Zeit gut unter Kontrolle. Mal mehr, mal weniger, aber doch so, dass ich durch Sport und so eigentlich nie wirklich, ich sag mal, ja, dass es nie wieder wirklich dramatisch geworden ist, ist es auch jetzt nicht. Aber ich war jetzt gerade in Thailand und hatte einen Monat lang keine Möglichkeit, Sport zu machen. Und beziehungsweise ich hätte die Möglichkeit gehabt, aber ich konnte nicht Ausdauersport machen, ich konnte nicht joggen gehen, ich konnte nicht Mountainbiken gehen. Ich hätte können, aber die Hunde und naja, tausend Ausreden. Jedenfalls habe ich halt einfach viel weniger Sport gemacht und ich bin auch nicht ins Gym. Ich habe mich mit Yoga und Stretching und Seilhüpfen ein bisschen also über Wasser gehalten oder einmal aktiv gehalten. Aber wirklich Ausdauersport oder meine Muskeln trainiert, das habe ich nicht. Ah, und ich habe außerordentlich viel gegessen. Das heißt, ich habe morgens angefangen und abends aufgehört. Und eigentlich den ganzen Tag über immer wieder was gegessen. Nicht wirklich ungesund, weil ich mich dort der lokalen Küche oder den lokalen Gepflogenheiten angepasst habe und eigentlich ganz selten was Westliches gegessen habe. Aber trotzdem, ich habe Früchte gegessen, ich habe Eis gegessen, also nichts mit Low Carb und so. Und naja. Ich habe es dann gar nicht gemerkt, weil ich ja sowieso weite, luftige Kleider angehabt habe und ich kam zurück und meine Freundin hat schon während des Aufenthalts immer so kleine Bemerkungen gemacht. Sie spricht hauptsächlich Thai und hat dann das natürlich immer so im Witz und
mit Begriffen, die ich nicht kannte und so. Und ich habe das irgendwie ausgeblendet und also habe es zur Kenntnis genommen und gedacht, ja, sie bringt ja immer irgendwelche Sprüche. Und dann kam ich zurück und bin dann in mein Stamm-China-Restaurant und dort werde ich immer sehr freudig begrüßt. Und da hat mir zuerst eine Angestellte und dann beim zweiten Mal, als ich da war, auch der Chef, die haben mir zurückgemeldet, na, sie haben nicht gesagt, hey, du bist dick geworden oder so oder was, aber sie haben einfach geäußert, dass es eine körperliche Veränderung gab. Und ich habe das irgendwie aufgenommen und sofort wieder ausgeblendet. Beziehungsweise nein, ich habe es nicht ausgeblendet, es hat in mir genagt, es hat an meinem Ego genagt. Und ich habe es für mich selber legitimiert. Ich habe gedacht, naja, ich habe ja jetzt auch weite Kleider an. Die haben sich sicher getäuscht, weil ich die weiten Kleider anhab. Und ich habe dann wirklich, ich habe dann mich selber nochmal zu Hause beobachtet, nach der ersten Aussage von dieser Angestellten und habe dann gemerkt, naja, für mich fällt das nicht wirklich auf. Also ich habe ja gesund gegessen und so. Und die meinte das wahrscheinlich nur wegen den Kleidern. Was ich dann das zweite Mal da war und der Chef das Ganze dann noch wie bestätigt habe, habe ich zuerst gedacht, naja, die haben sich abgesprochen. Der musste das jetzt ja sagen. Und ich habe dann meinen Freund angesprochen und der hat es dann auch irgendwie, obwohl er sich von mir allerhand gewöhnt ist, hat er wahrscheinlich eher Mühe, mich direkt zu kritisieren. Oh, zumindest in diesen Belangen und hat es dann auch ein bisschen umschrieben. Und er hat dann nur irgendwie gesagt, naja, deine Freundin, die mag es ja, wenn du ein bisschen Bauch hast und so. Wie auch immer, ich habe ganz klar, ich habe das Ganze nach wie vor noch zu legitimieren versucht, innerseelisch. Ich habe gemerkt, wie es an mir knackt und bastelt und tut. Und ich bin dann nach Hause gegangen und habe dann Kleider probiert und habe dann gedacht, naja, ich passe ja noch in die Hose rein und ist doch alles in Ordnung. Und auch da ging das Ganze noch weiter, die Verleugnung, oder? Die Verleugnung anstelle der Tatsache, die eigentlich offensichtlich ist, einen Monat ohne Sport für jemanden, der regelmäßig Sport macht, plus den ganzen Tag gegessen, für jemanden, der normalerweise Intervall fastet oder wie man das auch immer bezeichnen soll. Es war halt so, ich habe wieder zugenommen und wurde an diesen Zustand zurückerinnert, den ich damals in der Jugend und dann auch immer wieder im Erwachsenenalter mal erlebt habe, nämlich, dass die Leute mir zurückmelden, du hast zugenommen oder oh, du bist gut im Futter oder wie auch immer. However, ausgeblendet, zu legitimieren versucht, ich habe dann gemerkt, wie es zu Lasten meines Wohlbefindens ging. Ich habe gemerkt, dass innerseelisch ein Kampf stattfindet und ich habe verleugnet bis zum Schluss. Heute Morgen bin ich dann nochmal aufgestanden und bin nochmal in Kleider, und zwar frisch gewaschene Kleider, gestiegen. Die sind ja meistens dann ein bisschen enger und da habe ich gemerkt, dass die Einhosen, die passen zwar noch, aber sie spannen und sie spannen mehr als vor meinen Ferien. Und da ist der Fall ja eigentlich klar. Auch wenn ich das vor dem Spiegel selber nicht sehe, auch wenn ich es nicht wahrhaben will, es ist tatsächlich da und ist für mich ja kein Problem, weil ich meine Ernährung kontrollieren kann, weil ich weiß, dass ich das umgehend wieder in den Griff kriege und weil ich eigentlich froh sein kann und dankbar sein kann, wenn das Ganze zurückgemeldet wird. Denn so kann ich rechtzeitig darauf reagieren. Es ist einfacher, nur 5 Kilo abzunehmen, als dann 10 oder noch mehr. Wobei, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber wie auch immer, diese blinden Flecken sind da. Und ich erlebe sie normalerweise bei anderen, weil ich wirklich davon ausgegangen bin, ich habe das langsam unter Kontrolle oder ich bin sehr selbstreflektiert. Aber die blinden Flecke, die bleiben. Und da sind wir auf andere Leute und auf Feedbacks von anderen Leuten angewiesen. Das soll so sein, das darf auch mal ein bisschen schmerzen, aber es ist gut. Ich treffe zum Beispiel heute Leute beruflich, die ich sehr selten sehe. Und ich habe mir dann gestern schon überlegt und ich habe gemerkt, wie innerseelisch halt diese ganze Verstandesaktivität, diese Egoaktivität von Legitimation und Ausreden suchen und das Ganze zu verharmlosen oder möglicherweise sogar auf andere zu schieben. Also wie da beim Chinesen, als ich gedacht habe, ja, die haben sich abgesprochen.
Ich habe dann gemerkt, wie ich irgendwie die Lust ein bisschen verloren habe auf dieses Treffen, auf das ich mich eigentlich freue. Jetzt wird es gerade ein bisschen laut, aber mach nichts, gehört dazu, ist Schulweg, noch ein bisschen musikalische Untermalung. Ja, und ich muss natürlich sagen, ja, das ist wirklich, dann sind wir wirklich ganz massiv beim Ego. Wenn ich mich davon nun ins Boxhorn jagen lasse, dann klappt das mit der Ego-Überwindung oder mit dem vom Ego-Lösen nicht wirklich. Denn diese innerseelischen Konflikte, die sind, ich sag mal wirklich, die sind ein Gradmesser für das, ich sag mal, für die psychische Stabilität. Und ich merke natürlich auch durch Jetlag, dadurch, dass gewisse Dinge in meinem Leben jetzt neu sind, und ich werde dann später ein Video davon berichten, auch erfreuliche Neuigkeiten, aber doch, es gibt ziemlich viele Umwälzungen und Veränderungen, mit denen ich jetzt konfrontiert bin. Und da bin ich ziemlich dünnhäutig, merke ich. Und diese Dünnhäutigkeit, die äußert sich in solchen Situationen. Und ich wollte das jetzt hier mitteilen, weil ich überrascht bin davon, wie ich genau in dasselbe Muster verfalle, das ich schon vor, sagen wir, weit vor meiner Genesung oder meinem Genesungsprozess immer wieder verfallen bin. Und mit den fast oder mit den praktisch identischen Mitteln dagegen wirke, in Form einer, ich sag mal, einer Selbstverleugnung, in Form einer Selbstsabotage und so. Dabei ist es wirklich ja nur nichts anderes als eine Kalibrierungsmöglichkeit. Okay, ich habe da was unter Kontrolle oder im Auge zu behalten, es ist alles gut. Ich sag mal, ich habe die Macht oder ich habe die Einflussmöglichkeit, darauf zu wirken. Und das werde ich jetzt tun. Meine Ernährung habe ich eh nach dem Auslandaufenthalt jetzt, nach dem Thailandaufenthalt schon angepasst. Ich versuche immer wieder mal was Neues und das mache ich jetzt weiter so. Und naja, es ist nichts, was sich nicht beheben, bereinigen, verändern lässt. Und der Anfang, den habe ich jetzt, ich sag mal, ich habe diesen Anfang ein bisschen ausgezögert, weil ich es halt nicht wahrhaben wollte. Und dabei hätte ich einfach sagen können, okay, nehme ich zur Kenntnis. Ich schaue mal, stört es mich? Und ja, es stört mich. Jetzt kommen natürlich die Argumente, ja, aber wenn es dir selber ja nicht auffällt, dann stört es ja nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich war 115 Kilo und wenn ich Fotos sehe, dann erschrecke ich. Und ich habe mich damals im Spiegel nicht so gesehen, wie ich auf den Fotos dann wirklich ausgesehen habe. Ich habe das nicht wahrgenommen. Also da blendet das Ego auch aus. Das ist übrigens bei Anorexie anscheinend genau dasselbe, dass diese Frauen, die wirklich nur noch Skelette sind, sich immer noch zu dick sehen. Und da können wir uns wirklich nicht auf unseren Verstand und auf unser Ego verlassen, weil dieses Ego, ich sage mal, das beschönigt die Situation so, dass es möglichst in Ruhe gelassen wird. Und eben darum sollten wir, ich sage mal, uns nicht komplett davon lösen, weil das ist eigentlich unmöglich, aber wir sollten in einen Dialog kommen mit diesem Ego. Und das tue ich, versuche ich zumindest tagtäglich. Klappt eigentlich ganz gut, außer wie es jetzt. Hier hat es mich mal wieder erwischt. Und ja, in der Meditation. Dann halt wirklich versuchen, dieses Ego auch mal gehen zu lassen oder auf die, ich sag mal, auf die Ersatzbank zu zitieren. Und dann kehrt Ruhe ein und dann kommt Stille und dann wird es ruhig und wird es schön und angenehm und friedlich. Aber sobald dieses Ego wieder reinquatscht oder sogar dann halt Legitimierungsversuche anstellt oder das Zepter übernehmen will, dann wird es heikel, weil dann kommen dann die alten Mechanismen und Muster zu tragen und vor allem werden die tief verankerten Blessuren, die werden gnadenlos ausgeblendet, denn das erträgt das Ego überhaupt nicht, die Konfrontation mit diesen Blessuren. Wäre wieder eine andere Geschichte, Möglichkeit für ein weiteres Video. Ich bin wieder zurück, ich melde mich bald wieder, habe auch noch von Thailand, auch in Thailand was aufgenommen, das muss ich mal schauen, ob ich das zusammenschneiden kann, weil es mir technisch nicht ganz gelungen. Ich schaue, was ich tun werde. Ich wollte mal wieder Hallo sagen und das war gerade ein
passender Anlass. Ich wünsche euch alles Gute. Bis bald.